Mai 1962. In einem Laboratorium der Yale-Universität wird ein Experiment durchgeführt. Die Versuchspersonen sind 40 Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren aus der Umgebung von New Haven. Sie wurden per Zeitungsinserat und mit Briefen angeworben. Unter den Versuchspersonen gibt es sowohl Unternehmensdirektoren als auch Installateure. Es gibt solche, die die Grundschule nicht vollendet haben und Personen mit akademischen Graden. There was an ad in the New Haven paper. Es gab eine Anzeige in der Zeitung von New Haven, nach Yale zu kommen und an einem Experiment teilzunehmen. Ich habe mich beworben und wurde aufgefordert zu kommen. Let me say that the checks are yours simply for showing up at the lab. Milgrams Experiment, seine Idee, kann als eine Erweiterung des Konformitätsexperiments von Ash gesehen werden. Bei Ash ging es darum, die Länge von Linien zu beurteilen. Eine eingeweihte Gruppe sollte zeigen, welche von drei Linien gleich lang wie eine vierte war. Der Versuchsleiter hatte diese Gruppe beauftragt, eine einheitlich falsche Antwort zu geben. Die entscheidende Frage des Experiments war, ob die Versuchsperson sich dem Druck der Gruppe fügt oder sich selbst vertraut. Milgram fragte sich zuerst einmal, was passieren würde, wenn mehr auf dem Spiel steht. Wenn etwa eine Gruppe beschließt, los, bestrafen wir jemanden. Er dachte weiter, was wäre die natürliche Hemmschwelle, wenn eine Gruppe versucht, einen Einzelnen dazu zu drängen, jemand anderen schwer zu bestrafen? Oder sollte nicht ein Einzelner versuchen, einen anderen dazu zu bringen, dass dieser eine dritte Person verletzt? So ergab eine Sache die andere. Das ursprüngliche Gehorsamsmodell entwickelte sich in logischer Weise fast als eine Art von Geistesblitz, wie Milgram sagte, aus dem Konformitätsmodell von Ash. I grew out of the conformity Ash's work. Stanley himself, at the time the experiments were done. Stanley war zu der Zeit, als die Experimente gemacht wurden, ungefähr 28 Jahre alt. Er war ein Mitglied der jüngeren amerikanischen Generation, also nicht der älteren, schon angepassten. Ich glaube deshalb, dass der damals in den USA herrschende Zeitgeist einen ziemlichen Einfluss hatte. Jüngere Menschen suchten Wege, aus der Konformität auszubrechen und Möglichkeiten des Widerstands gegen Autoritäten zu finden, die damals an der Macht waren. Gehorsam geschieht einfach. Er ist ein allgegenwärtiger und unentbehrlicher Faktor im gesellschaftlichen Leben. Das ist, was wir beobachten. Studieren wir es. Let's study it. Wrong. 165 Volt. Time. Das Milgram-Experiment ist eine Situation, in der drei Personen handeln. Die erste Person, X, ist der Versuchsleiter. Er ist die wissenschaftliche Autorität. Dann gibt es eine zweite Person, Y. Sie ist die echte Versuchsperson, deren Gehorsam oder Ungehorsam getestet wird. Und es gibt noch eine dritte Person, Z, das Opfer. This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Er sollte verschiedene Fragen beantworten. Und ich wurde beauftragt, dass, wenn er eine Frage falsch beantwortete, ich ihm einen kleinen Stromstoß geben sollte. Und als die Fragen immer schwerer wurden und er immer öfter falsch antwortete, gab ich ihm für jede falsche Antwort einen stärkeren Stromstoß. Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. When you look at the... Wenn man den Gehorsamskonflikt betrachtet, den Konflikt, in dem sich die Versuchsperson befindet, gibt es auf der einen Seite die wissenschaftliche Autorität, den Versuchsleiter, und auf der anderen Seite das Opfer. Und sie stellen gegensätzliche Forderungen an die Versuchsperson. Der Versuchsleiter sagt, sie müssen diese Schocks geben. Das Opfer aber sagt, nein, sie tun mir weh. 150 Volt. Sad face. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Es ist ein schrittweises Vorgehen. Milgrams Versuchspersonen begannen bei 15 Volt. 15 Volt ist nichts. 30 Volt ist nichts. 45 Volt, ein bisschen mehr, aber immer noch nicht schlimm. Das Experiment baut auf diese sogenannten anzüglichen Qualität des Bösen auf.
die manchmal langsam an einem hochschleicht. Es wird einem nicht immer sofort klar. Kleine Schritte führen immer weiter und weiter. Und in Summe ist man zu dem Zeitpunkt, wo man sich auf halbem Weg befindet, schon in eine Position geraten, in der man psychologisch in der Falle sitzt. Milgram nannte das einen der bindenden Faktoren, die die Versuchsperson gehorsam bleiben lassen. Continue, please. Fats. Man, lady, tub, neck. Answer, please. Wrong. Answer is neck. 300 volts. Und die Fragen, es wurden ihm ja immer schwerere Fragen gestellt. Und dazu kamen die Schmerzen, die dieser Mann angeblich erlitt. Wahrscheinlich hätte er sowieso nicht richtig antworten können. Continue, please. Go on. There's a lot of them here, you know. You have a heart condition there. You want me to go? Just continue, please. Die Versuchspersonen werden in eine Art Falle gelockt. Sie werden dazu aufgefordert, etwas Übles zu tun, aber nur ein kleines Übel, nur einen kleinen Schock. Und dann erst werden diese Schocks stärker. Aber wenn sie 125 Volt erreicht haben, ist es schwierig aufzuhören. Denn würden sie aufhören, kritisieren sie sich selbst. Sie sagen damit, was ich bis jetzt getan habe, war falsch. Und es ist schwierig, sich einzugestehen, was ich getan habe, war falsch. You want me to go? Just continue, please. Sharp. Axe, needle, stick, blade. Answer, please. Wrong. Ein anderer Schluss, den wir daraus ziehen können, ist die Tatsache, dass sogar belanglose Dinge, wie etwa eine Autorität in Verlegenheit zu bringen, indem man die Gültigkeit ihres Urteils hinterfragt, ziemlich drastische Auswirkungen haben können. Manche Menschen, stellte Milgram fest, wollten die Rolle und das Urteil der Autorität nicht hinterfragen, um nicht deren Sicht zu bezweifeln, weil sie fürchteten, sie dadurch in Verlegenheit zu bringen. Und Verlegenheit ist doch ziemlich belanglos, verglichen damit, jemandem sehr weh zu tun. Und dennoch scheint dies eine Rolle zu spielen. Ich habe gedacht, es ist grausam und unmenschlich. Und ich wollte aufhören. Aber der Professor, ich glaube, er war ein Professor, sagte zu mir, nein. Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. In fact, there are four types of protest. Genau genommen gibt es vier Arten von Protest. Die erste ist nur ein kleiner, schmerzvoller Schrei. So ein kleiner Ausdruck von Schmerz. Dieser bildet die erste Stufe. Damit vermittelt das Opfer der Versuchsperson mehr oder weniger, sie tun mir weh. Mit dem zweiten Protest deutet das Opfer der Versuchsperson an, sie fügen mir wirklich starke Schmerzen zu und sie sollten jetzt aufhören. Es ist ein ausdrücklicher Wunsch des Opfers an die Versuchsperson, hören Sie jetzt auf. You should stop now. 150 volts. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. The third norm. Mit der dritten Norm, dem dritten Protest, sagt das Opfer der Versuchsperson, Sie fügen mir sehr, sehr starke Schmerzen zu und ich werde nicht mehr mitarbeiten. Sie sollten also jetzt wirklich aufhören. Und wenn Sie nicht aufhören, werde ich aufhören, denn ich werde nicht mehr antworten. Dann gibt es noch die letzte, die vierte Form des Protests, wenn das Opfer nach dem Schock von 330 Volt still bleibt. Es reagiert nicht einmal mehr mit Schreien nach den einzelnen Schocks. Man muss also vermuten, dass das Opfer bewusstlos ist. Die Versuchsperson muss sich dann die Frage stellen, was ist da drinnen los? Was ist passiert mit dem Menschen? What's going on with the guy? Are you all right? Please continue, teacher. Oh no, I keep giving him shocks? Continue, please. I'm up to 390. Continue, please.
Something's happened to that man in there. National gold, dollar necklace, moon, paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Gold. Eine Möglichkeit, wie man einem autoritären Druck entkommen kann, ist, wenn man einfach das tut, wozu man aufgefordert wird. Deshalb bemühten sich manche Menschen im Milgram-Experiment, den Versuch so schnell als möglich hinter sich zu bringen, um aus dieser Situation herauszukommen. The answer is hoarse, 450 volts. Milgram war darüber sehr besorgt. Besonders wenn er an das Engagement dachte, das die Leute bei der Antikommunistenbewegung, der Kommunistenjagd des Senators McCarthy in den 50er Jahren gezeigt hatten. Ihn machte der Gedanke betroffen, dass unter gewissen politischen und ökonomischen Umständen so etwas wie ein Weltkriegs-Nazi-Deutschland in den USA entstehen könnte. Ich glaube, er wollte den Menschen lebhaft klar machen, dass so etwas möglich ist und sie daher aufpassen sollten. Es ist erwiesen, dass von 1933 bis 1945 Millionen unschuldiger Menschen systematisch auf Befehl hin ermordet wurden. Gaskammern wurden gebaut, Vernichtungslager bewacht, ein tägliches Quantum von Leichen wurde mit industrieller Effizienz produziert. Diese unmenschliche Politik mag in einem einzelnen Gehirn entstanden sein, aber konnte in diesem Ausmaß nur ausgeführt werden, weil eine große Masse von Menschen den Befehlen Gehorsam leistete. Es gab auch einen persönlichen Hintergrund. Milgram war Jude und hatte Familienmitglieder, die vom Holocaust betroffen waren. Ich glaube, es war der Holocaust, der Stanley beeinflusst hat. Ich denke, er war sich im Klaren darüber, dass es auch andere Situationen gab, die mit dem Problem einer bösartigen Autorität zu tun hatten. Aber das Experiment, die Grundidee und sein hauptsächliches Interesse resultierten aus der Beschäftigung mit dem Holocaust. Er wusste auch, dass die Erkenntnisse aus dem Experiment zur Erklärung anderer Phänomene in späteren Jahren zu anderen Zeiten beitragen könnte. Ich bin mir sicher, wenn er heute leben würde, würde er über die Vergewaltigungen und die entsetzlichen Zustände in Bosnien-Herzegowina sprechen. Dem amerikanischen Selbstverständnis nach würden sich Amerikaner nicht zu so etwas hinreißen lassen. Aber bis zu einem gewissen Grad sind solche Taten auch hier passiert. Und ich denke, dass Milgrams Ergebnisse zumindest einem Teil der Amerikaner zu der Erkenntnis verholfen haben, dass so etwas auch in größerem Ausmaß hier möglich wäre und geschehen könnte. Meiner Meinung nach verstört die meisten Amerikaner der Gedanke, dass das Personal von Vernichtungslagern auch mit amerikanischen Bürgern besetzt werden könnte. Ich glaube aber, dass es in dieser Hinsicht historische Beispiele gibt, die darauf hinweisen. Historical examples of something like that happening. There are certainly examples in the South of large parts. Es gibt ja die Beispiele im Süden, wo große Teile der Bevölkerung für Lynchmorde an schwarzen Mitbürgern mobilisiert wurden. Many people. Viele Leute hörten etwas über sich, was sie nicht hören wollten. Ich glaube nicht, dass es im Besonderen eine amerikanische Reaktion war, denn es gab Presseberichte aus der ganzen Welt. Die Londoner Times hatte sehr schnell darüber berichtet. Der Spiegel in Hamburg schrieb einen ausführlichen Artikel. Auch die New York Times. Und das Experiment wurde in anderen Staaten wiederholt. Eine Abwehrhaltung gab es ja nicht nur in Amerika, sondern überall, weil das Experiment etwas über uns aussagte, über die menschliche Natur, was wir einfach nicht hören wollten. Die eigentliche Kritik war, wie können Sie nur so etwas über uns zeigen, das ist doch unglaublich. Und deshalb versuchten die Kritiker, dieses Ergebnis zu entwaffnen, indem sie Fehler darin suchten. Einige bezweifelten die Methode des Experiments und sagten, dass die Leute die Täuschung durchschaut hätten und die Ergebnisse deshalb ein Artefakt seien. Andere wiederum stellten die Versuchspersonen in Frage,
Die waren doch anders als du und ich. Wir würden das nicht tun. Stanley sagte, er glaube, dass wohl mehr Leute verstört sind, wenn sie während der Stoßzeit mit der New Yorker U-Bahn zum Arbeitsplatz fahren, als durch dieses Experiment. Er bekam einen Brief von einem Mann aus dem Norden des Bundesstaates New York, wo es im Winter sehr kalt ist. Dieser schrieb, ich fand Ihre Untersuchung sehr interessant, aber nur beschränkt, denn Ihre Opfer sind nicht echt. Bei meiner Arbeit gibt es echte Opfer. Und es stellte sich heraus, dass der Schreiber für eine Stromgesellschaft arbeitete. Er musste Kunden, die Schulden hatten, den Strom abdrehen, selbst wenn die Temperatur unter Null lag. Deshalb schreibt er an Milgram, bei mir gibt es wirkliche Opfer. Es war nicht nur eine Sache, die ihn beeinflusst hat. Er wollte zeigen, dass in Deutschland, das ja ein zivilisiertes Land war, nicht ein einzelner Verrückter Befehle gegeben und die Hebel gedrückt hat. Wer waren die anderen, die gedrückt haben? In Dachau oder sonst wo? Wer waren die Menschen, die die Juden in Frankreich zusammengetrieben haben? Wer waren sie, die die Züge gefahren sind? Sie müssen gewusst haben, was passierte. Wer waren sie? Und wer waren sie? Ich denke, es gibt gute Gründe dafür, warum es auch Eichmann-Experiment genannt wurde. Denn in seinem Buch hat Milgram Sympathie für Hannah Arendts Sicht von Eichmanns Verhalten bekundet. Ich glaube, die am weitesten verbreitete Interpretation von Adolf Eichmanns Verhalten ist heute das, was Hannah Arendt in ihrem Buch als die Banalität des Bösen bezeichnete. Dass nämlich ein gewöhnlicher Mensch, bei dem keine besondere Leidenschaft für das Deutschland der Nationalsozialisten feststellbar war, Befehle ausführen konnte, die ihn zu einem Verhalten veranlassten, das mit der Vernichtung anderer Menschen endete. Diese Formel Banalität des Bösen trifft ja nicht den gesamten Holocaust, sondern nur einen Teil. Und das wusste ja auch Hannah Arendt. Und das ist ja auch auf den Eichmann-Prozess zu formuliert worden. Und da, glaube ich, gibt es sehr wohl Parallelen. Es ist ja auch, meine Erklärungen laufen ja eigentlich auch darauf hinaus, dass es eigentlich ganz banale Konstellationen sind, die zu diesen schrecklichen Dingen geführt haben. Aber man kann natürlich nicht die Ideologen der Nazis so erklären, das sicher nicht. Aber die vielen Apparatschiks, die dort tätig waren, von oben bis unten, die kann man ganz gut so erklären, glaube ich auch. Warum war es so einfach für Eichmann, so zu handeln? Es war so einfach für ihn, weil er nicht sah, was er mit seinen Handlungen anrichtete. Er sah seine Opfer nicht. Das ist auch mehr oder weniger die Situation der Versuchsperson im Milgram-Experiment. Die Versuchsperson ist eine Art von Bürokrat. Er fügt einer anderen Person Schaden zu, die er nicht sehen kann. Der Trick, den alle Autoritäten verwenden, um Gehorsam zu erhalten, ist, das Opfer unsichtbar zu machen. Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. Er wollte ursprünglich seinem eigentlichen Konzept nach das Experiment in den USA durchführen und dann in Deutschland wiederholen. Er war sehr entmutigt durch die ersten Ergebnisse und versuchte es immer wieder unter verschiedenen Bedingungen. Er brachte das Opfer näher an die Versuchsperson heran, setzte den Versuchsleiter in den Raum oder ließ ihn draußen. Oder er holte Leute in den Versuchsraum, um damit einen Gruppenzwang zu erzeugen. Er wollte einfach sehen, unter welchen Bedingungen die Leute eher in der Lage wären, aufzuhören und sich der Autorität zu widersetzen. Stop and defy authority. Es waren nette Menschen, die am Experiment teilgenommen haben. Sie waren Sozialarbeiter, Doktoren, Professoren, Arbeiter, ein buntes Gemisch von Leuten. Einige Leute hörten auf. Die höher gebildeten oder ausgebildeten Leute tendierten eher dazu, das Experiment abzubrechen,
als ein Arbeiter. Wrong. A blue collar worker. The answer is day. 285 volts. But certainly when we Als wir die traurigen Resultate des Experiments erfahren hatten, diese traurigen Resultate in New Haven, war das seine Erkenntnis. Die Leute tun, was ihnen angeschafft wird. So wie Eichmann tat, was ihm angeschafft wurde. Und viele andere Leute tun, was ihnen angeschafft wird. Die Rolle des Ungehorsams in der Gesellschaft ist in einer gewissen Weise deshalb eine schwierige Frage, weil die Menschen nicht einfach nur ungehorsam sind. Zum Ungehorsam gehört auch eine Autorität. Deshalb geht es eher darum, wie die Menschen auf Autoritäten reagieren, auf Befehle der Autoritäten, auf Wünsche der Autoritäten und ähnliche Dinge. Von Kindheit an lernt man, seinen Eltern zu gehorchen, um die Gefahr zu vermeiden, von einem Auto angefahren zu werden oder sich am heißen Ofen zu verbrennen. Die Lehrer müssen den Kindern beibringen, zu gehorchen, damit sie verschiedene Dinge lernen und ausführen können, um damit fähig zu werden, alle möglichen Situationen in der Gesellschaft bewältigen zu können, die auf sie zukommen, wenn sie älter werden. Wir müssen auf jeden Fall lernen, bei rotem Licht stehen zu bleiben. Die andere Seite, die Stanley am Gehorsamsexperiment interessiert hat, war, wie Menschen mit dem Gehorsam gegenüber einer böswilligen Autorität umgehen, die verlangt, dass man etwas gegen sein Gewissen tun soll. Und das war der für ihn wichtige Punkt. Wir sollten nicht einfach nur gehorchen. Vielleicht sollten wir in 95% der Fälle gehorchen. Aber nicht blindlings. Die American Psychological Association hat in Zusammenarbeit mit dem Ontario Museum of Science eine psychologische Ausstellung gestaltet, die quer durch die USA reist. Sie zeigt eine große Menge verschiedener Exponate über unterschiedliche Facetten der Psychologie. Bei einem der Schaukästen geht es um das Gehorsamsexperiment. Ich denke, dass es sehr klug gestaltet ist. Es gibt einen Durchgang, dessen Boden mit schwarzen und weißen Fliesen gekachelt ist. Wenn man näher kommt, sieht man ein Schild mit den Worten: Betreten Sie nur die schwarzen Fliesen. Und interessant ist zu beobachten, dass die Leute ganz vorsichtig nur auf den schwarzen Fliesen über diese Fläche gehen. Eine sehr große Mehrheit der Leute gehorcht tatsächlich dieser unpersönlichen Autorität. Deshalb denke ich, dass es in sehr kluger Weise eine Analogie zu einer Ebene von Milgrams Gehorsamsexperiment darstellt. Es hat dazu auch eine pädagogische Wirkung, denn am Ende ihres kleinen Spaziergangs werden die Leute mit der Frage konfrontiert, warum haben sie das getan? Es wird den Besuchern eine Verbindung deutlich gemacht zum Gehorsamsexperiment, denn der echte Schockgenerator steht genau am Ende dieses Durchgangs. Es gibt einen beliebten Autoaufkleber in den USA, auf dem steht: Hinterfrage die Autorität. Also nicht widersetze dich der Autorität, sondern hinterfrage die Autorität. Ich denke, das war Milgrams Lehre daraus. Dadurch, dass wir an den Folgeerscheinungen der KZ-Haft arbeiteten, haben wir natürlich gesagt, es wäre auch sinnvoll, dieses Milgram-Experiment hier in Deutschland zu wiederholen, um festzustellen, ob eine Differenz zwischen amerikanischen und deutschen Versuchspersonen zu finden ist. Das war das erste systematische Experiment, um diese Frage genauer experimentell zu untersuchen. Als ich nach Deutschland kam, es gab keinen Grund für mich zu denken, dass es weniger Gehorsam geben wird in Deutschland, als wir in Amerika gefunden hatten. Ich habe das am Anfang nicht durchschaut, aber wirklich ich fand es eine interessante Angelegenheit, war hochgespannt. Habe mich gedacht von Anfang an, nee, das ist unsinnig oder Max Planck macht da was, was ihrer unwürdig ist. Oder jetzt sieht man es mal, wie diese Wissenschaftsfirmen vorgehen oder so. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe gesagt, ich muss hier alle Mittel einsetzen, deren Anwendung ich fähig bin,
um den Erfolg des Filmes möglichst hoch zu halten, eine hohe Gehorsamsrate zu kriegen und ging deshalb, das gebe ich zu, das würde ich heute auch nicht mehr tun, ein bisschen den Weg der Suggestion, also Beeindrucken der Versuchspersonen, sie durchaus noch bestärken in ihrem Glauben an die Wissenschaft, sie nicht aufmucken lassen, sie nicht zur Besinnung kommen lassen, um Gottes Willen, was tue ich da? Traurig Gesicht. Die Antwort ist eins, traurig Gesicht. Entschuldigen Sie, machen Sie weiter. Und habe aber diesen Versuchsleiter, unter Anführungszeichen, der ja nur der gespielte Versuchsleiter war, dem habe ich eingetrichtert, lass dich nie aus der Ruhe bringen. Es kann, wenn einer aufspringt, dann sage einfach, der Versuch verlangt, dass das Experiment weitergeht. Oder die Wissenschaft verlangt, dass dieses Experiment zu Ende gebracht wird. Und manchmal standen ja Leute auf und haben gesagt, ich verstehe den Sinn dieses Experiments nicht. Und der Versuchsleiter musste denen zu verstehen geben, der Sinn ist uninteressant. Ihre Interpretation des Sinns interessiert uns überhaupt nicht. Das Experiment verlangt, dass Sie jetzt weitermachen. Punkt. Falsch. 195. Wann erinnere ich mich, dass ich zum ersten Mal erschrocken bin, was das wird, wie wir dann diese Schreie aufgenommen haben. Weil da kam ja dann plötzlich so ein Realitätsbezug auf, dass plötzlich Schreie verlangt werden, die Schmerzen ausdrücken, bis zu diesem Todesschrei, den ich nicht konnte, wo sie dann so einen gewichtigen Kameramann zu mir reingeschickt haben und bevor ich wusste, was los war, hat er mir den Arm umgedreht und habe mich wahnsinnig gebrüllt und das war dann der Todesschrei, hat dann funktioniert. Ich bin hingegangen und habe versucht, Schmerzensschreie auf Tonband zu kriegen, die Eigenschaft haben mussten, dass sie dramaturgisch richtig aneinander gereiht waren, also von leiser Unmutsäußerung zu einem stärkeren Ausdruck von Schmerz, körperlichem Schmerz, der sich immer weiter steigert, bis er einen Höhepunkt erreicht und dann in Stummheit übergeht. Mit dem Hintergedanken, ab jetzt könnte ein Mensch, der vorher so geschrien hat, tot sein. Die 10 Sekunden sind um. Ich bestrafe Sie mit 390 Volt. Richtige Antwort. Richtige Antwort, Weichhaar. Sie, das sagt ja gar nichts mehr. Machen Sie weiter. Der Versuch dokumentiert ja für meine Begriffe die Tatsache, auf die ich immer wieder zu sprechen kommen muss, seither, die Situation, in die ein Mensch gerät, ist meistens entscheidender als sein Charakter. Aus jedem Menschen kann man unter bestimmten Situationen alles machen. Der Film demonstriert, dass man dieser Situation durch Inszenierung auch ausgesetzt sein kann. Inszenierung im weitesten Sinn des Wortes. Ich meine, das war ja so eine perverse Situation, in diesem Raum zu sitzen und die Knöpfe zu drücken. Ich war ja genauso ein Knopfdrücker, wie der da draußen saß. Ich habe immer wieder diese Wortpaare angegeben, so wie es die Liste vorgegeben hat. Und die Leute haben gesagt, der hat doch Schmerzen, dem geht es doch schlecht. Und ich habe sozusagen ihr Unwohlsein ja auch stark empfunden. Ich hätte auch aufstehen können, die Tür aufmachen können und sagen können, hör mal Junge, mir geht's gut. Brauchst dich nicht weiter fürchten, weil die Leute haben sich ja gefürchtet und die waren schreckensbleich und die haben gezittert und haben geschwitzt und ich habe sie ja auch leiden lassen. Hätte aber aufstehen brauchen und sagen können, hallo, alles bestens. Und das habe ich natürlich in keiner Situation gemacht. Im Gegenteil, brav die Knöpfchen immer gedrückt. Das schreiende Opfer. Das schreiende Opfer ist ja ein Beweis dafür, dass derjenige, der was falsch macht, das sind ja die Leute, die falschen Antworten geben, dass derjenige, der was falsch macht, dumm dran ist, Prügel bekommt, Qual zugefügt bekommt. Bitte auf! Halt nicht mehr auf! Halt nicht mehr auf! Wollen Sie den Versuch nicht abbrechen? Richtige Antwort. Die richtige Antwort war
Kühlhöhle. Sie brauchen eine psychologische Rückendeckung bei so einem, sagen wir mal, auch gefährlichen Experiment. Sie können ja auch nicht abschätzen, inwieweit nicht Leute, die an einem solchen Experiment teilnehmen, an einem bestimmten Punkt durchdrehen. Und manche drehten uns durch. Ein paar Mal sprangen Leute auf und rannten schreiend auf die Straße. Wie gesagt, die Leute, die verweigert haben, das waren ja gar nicht die, die mich besonders überzeugt hätten. Mich haben sogar die am meisten überzeugt, die durchgemacht haben und so wahnsinnig verzweifelt waren. Weil die Verzweiflung ist der gerechte Ausdruck auf diesen Versuch. Da kann man nur verzweifelt reagieren. Weil für viele war das dann wieder ein Wiederfinden von Realität, dass es mich wirklich noch gibt und dass ich wirklich noch lebe. Die haben das dann auch wieder nicht mehr geglaubt. Die waren dann so verwirrt, dass sie meinten, jetzt will man ihnen auch noch vormachen, ich wäre gesund, das kann doch gar nicht sein, ich habe ja so furchtbar geschrien. Und dann war es manchmal nötig, dass ich denen gegenübergetreten bin. Alle Versuchspersonen waren davon überzeugt, dass sie einer guten Sache dienten. Und dieser Eindruck, der ist so stark, dass er auch durch massivste Gegenimpressionen, also das Schreien der Opfer, nein, Stöhnen, halt ein, es schmerzt, nicht weiter, ich kann nicht mehr. Und der Versuchsleiter braucht nur zu sagen, weiter drücken und dann kommt die nächste Stufe an. Und dann wird das noch optisch untermauert. Sie kennen ja das Experiment, das bis zur letzten Stufe lebensgefährlich wird weitergedrückt. Weil sie im Innersten doch dachten, na, irgendwas muss ja dran sein. Ja? Und die Leute haben sich ganz offenkundig diesen Wissenschaftsbegriff, den sie wahrscheinlich unausgesprochen so definiert haben, dass Wissenschaft innerhalb des demokratischen Systems bestimmte Grenzen nicht überschreiten darf, als Vorgabe mitgebracht und haben geglaubt, daran können sie sich auch, darauf können sie sich verlassen. Ich bekomme jetzt 450. Gut. Man kann ja fragen, warum nehmen die nicht ihren Hut und gehen raus und sagen Adieu. Das haben ja auch ein Drittel gemacht, sehr eindrucksvoll zum Teil. Warum machen Sie das nicht? Eine Minute Peinlichkeit. Ja, weil Sie das negative Urteil mit nach Hause nehmen. Weil Sie das eben nicht im Labor lassen. Wenn die Versuchsperson für Sie zur Autorität geworden ist, dann bedeutet es, dass Sie das Urteil, was diese Autorität vermeintlich über Sie fällt, als Urteil über sich selbst akzeptieren und also mit nach Hause nehmen. Ich möchte Ihnen vielleicht drei Erklärungen anbieten. Zunächst mal die Disposition, die ich diffuse Sanktionsangst nennen würde. Das sind Menschen, wir kennen sie alle und wir haben vielleicht auch alle ein Stück diffuser Sanktionsangst, die bei jeder Gelegenheit fürchten, dass sie irgendetwas falsch machen, wenn sie abweichen von dem, was üblich ist. Dass sie dann die Dummen sind, dass sie bestraft werden, da ist Sanktionsangst. Aber unbestimmt, als Angst, also nicht als Furcht, nicht die Besorgnis vor einer bestimmten Gefahr, sondern die unbestimmte Besorgnis. Die einfachste Erklärung ist natürlich die Erfahrung in der Kindheit, wenn ein Kind häufig bestraft worden ist, ohne dass es die Strafe verstanden hat. Stock, stumpf, Wort, stumpf. Eine zweite Disposition ist die Neigung, anderen Menschen Prestige zuzuordnen, also sich für überlegen an Wissen, an Können, an Mitteln zu halten und ihnen, da sie ja Erfolg haben, zu folgen. Das heißt, eine Einflussoffenheit diesen prestigehaltigen Personen es so entwickeln gegenüber. Wir haben ein Bedürfnis, uns selber anzuerkennen. Und dieses Anerkennungsbedürfnis, das machen wir fest an bestimmten Institutionen, Personen, Gruppen und erwarten die entsprechende Bestätigung. Wir sind in unserem Anerkennungsbedürfnis abhängig von sozialer Anerkennung. Das ist der wunde Punkt. Ist falsch. Das sind 270. Ich glaube allerdings, dass man
zu diesen Ergebnissen nicht gekommen wäre, wenn man das nicht so allmählich gesteigert hätte. Wenn man nicht so allmählich hineingerutscht wäre in diese Dispositionsfalle. Und das ist ja nun aber auch für alltägliche Situationen das Typische, dass man in solche Situationen Schritt für Schritt hineinrutscht und nicht hineinspringt. Richtig war Zahnbär. X. Süß Bonbon, süß Mädchen, süß Geschmack, süß Essigfrucht. Sie bekommt 345. Ich mach nicht mehr mit. 315 Volt. Die richtige Antwort heißt Neubuch. V. Ruhig Lied, ruhig Party, ruhig Kind, ruhig Abend. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte. Sie müssen bedenken, dass dort Menschen gehandelt haben, die nicht in einer Massenhysterie waren, die nicht unter dem Druck waren, Nachteile zu erleiden, wenn sie nicht konform handeln, die auch keineswegs aufgehetzt wurden, etwa in dem typischen Sinne, diese Leute, die du da quälst, das sind minderwertige Leute, die kann man nicht so ernst nehmen, nichts dergleichen. Alle diese Motive, die man in der Regel anführt, wenn man konform brutales Verhalten erklären will, fallen weg. Sie fallen weg. Das macht die Sache nicht nur spannend in einem wissenschaftlichen Sinne, sondern einfach so beunruhigend und so schrecklich. 450 Volt. Bedenkzeit ist vorbei. Sie erhalten 450 Volt. Wenn man so dort sitzt, da kommt ein Verschiedenes durch den Kopf. Ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich so sein kann. Ich kapiere mich selber nicht, dass ich da weitergemacht habe. Ich wollte ausschließlich die Anordnungen ausführen, die man mir gegeben hat. Ich habe mir halt gedacht, je schneller, desto besser. Das hat man ja gesehen unter dem Hitler, wie weit das geführt hat, diese treue Pflichterfüllung. Man kann darauf sehen, wie weit Menschen um einer Sache willen einen Menschen quälen. Die Schmerzen von 30 oder 40 Testanten sind in Kauf zu nehmen, wenn man bedenkt, dass vielleicht von dem Test also doch sehr wertvolle Erfahrungen gewonnen werden können. We didn't know that a person who has no... Wir wussten nicht, dass eine Person, die eine Ausführung von Befehlen eigentlich nicht erzwingen kann, wie etwa eine wissenschaftliche Autorität, Gehorsam hervorbringen kann, von solcher Intensität und zerstörerischer Wirkung. Stanley Milgram starb 1984. Bald danach bot Frau Milgram seine Schriften Yale an. Das war 1985. There are 90 feet. Etwa 30 Meter unserer Regale beanspruchen Milgrams Schriften. Es gibt 155 Schachteln dieser Größe und ungefähr 25% der Sammlung betreffen das Gehorsamsexperiment. In the archives at Yale I was able to see. Im Archiv von Yale konnte ich das Filmmaterial sehen, das Milgram hinterlassen hat. Er filmte seine Versuchspersonen, 14 seiner Versuchspersonen, während ihrer Sitzung. Und wenn Sie sich dieses Material jetzt anschauen, wenn man etwa ihre nonverbale Sprache betrachtet, ihre Gesten, ihre Körper, sieht man sie sehr stark leiden. Sie haben diese Ticks, oder lachen nervös auf.
Und vor allem bewegen sie sich auf den Tisch zu. Je weiter man geht, je größer der Konflikt wird, desto näher rücken sie dem Tisch, beugen sich über ihn. Sie haben schon Schwierigkeiten, die Knöpfe zu drücken. Deshalb haben wir das so interpretiert, dass Gehorsam etwas sehr Schwieriges ist. Es ist ein sehr aktiver Prozess. Gehorsam ist nicht passiv. Das kann man beobachten. Man arbeitet sehr hart daran, gehorsam zu sein. They work hard to be obedient. 315 volts, the answer is ink. One is that. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass früher Widerstand im Experiment letztlich zur endgültigen Verweigerung führt. Das bedeutet, dass Leute, die sich im Experiment befinden und irgendwann im Verlauf des Experiments anfangen, Fragen zu stellen und genau wissen wollen, was da eigentlich vor sich geht, wenn diese Menschen sehr früh damit beginnen, also schon zu Beginn des Versuchs, dann werden die meisten von ihnen letztlich ungehorsam und führen das Experiment nicht weiter. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die erst am Ende damit aufhören. Stop close to the end. Once, if he didn't answer, I didn't mind. Twice, but the third time he refuses to answer, I don't want to go any further. Because I think that when we're getting this stage here, and he has complained of a heart condition, and he is complaining now, I don't want to go any further with him. You had no other choice, teacher. Es gibt sehr, sehr viel Veröffentlichungen zum Milgram-Experiment, auch empirischer Natur und natürlich auch viele moralische Stellungnahmen. Aber die eigentliche Erklärungsdiskussion ist gar nicht so besonders vital und verbreitet. Ich finde, da liegt der Haken. Wir dürfen das nicht einfach zu den Akten legen. Wrong. Answer is day. 285 volts. Continue, please. Facts. Man, lady, tub, neck. Answer, please. Wrong. Answer is neck. 300 volts.